recht herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim Rückblick auf das Sportjahr 1994. Was war das für ein großes Sportjahr? Denken Sie nur an die Olympischen Winterspiele in Norwegen können. Alfred Urbala, einer von 2 Millionen geheimen Teamchefs in Österreich, bekannt auch als Manager und Garderobier des Kabarettisten Alexander Bisetz. Ja, wenn er wirklich nichts aufwarten, Herr Bergmann. Herr Urbala, wir sind schon auf Sendung. Was auf Sendung? Oh, Jesus Maria, Grüße, da haben die Weihnachten, wo die alles passt, Geschenke, ja, haben sie auch so einen Gummi-Enterich mit 9000 Schwimmstunden zum Wohl. Wurscht was, sie sitzen auf der falschen Seite, das wissen sie, gell? Sie glauben, weil sie ein Doktor sind, können sie da rein dran. Normal ist das mein Platz, aber bitte, es ist ihnen verziehen, weil sie immer so schöne Boxreportagen gemacht haben. Haben sie nur so weit Schmidt irgendwo, was? Herr Urbala, wir sprechen aber heute nicht über Boxen, sondern über Fußball. Was heißt Fußball? Was sagt Ihnen das Fußballjahr 1994 aus Österreich? Jens, was heißt, was sagt er? Jetzt fragen Sie mich, was da, eine Niederlage ist das, bitte, ist ja kein Fußball bei mir, was da gespielt hat, wenn Sie über Laienschiedsrichter, ja, bei mir hätten es alle die Rote gekriegt, wenn sie so gespielt hätten, alle, vor dem Match noch die Rote. Früher ist eine Kickerei gewesen, Duffel, Gabel, Scheiß und Goi. Ich glaube, du bist bei mir drei verkehrst, den Ballkontakte großräumig ausweichen. Eine Niederlage, so aber genau. Bedenken Sie bitte die Salzburger Austria, die hat in einem Jahr 250.000 Zuschauer ins Wiener Stadion gebracht. Für 250.000 Zuschauer, da hat die Nationalmannschaft 2 Jahre benötigt. Können wir anzogen. Jetzt geht's los! Die mutige Entscheidung der Salzburger, das UEFA Cup Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt im Wiener Ernst-Happel-Stadion auszutragen, geht auf. Binnen 3 Tagen sind die 47.000 Karten verkauft. Der Slogan Salzburg für Österreich, Österreich für Salzburg macht das Spiel zum Länderspiel. Jucevic und die Chance hier. Jetzt mit einer Schießen und du! 1-0, ein Bilderbuchtor. Von Boulevardblättern bereits vor dem Spiel angeheizt, artet das Spiel nun auch am Rasen zum Hassspiel zwischen Österreich und Deutschland aus. In der 52. Minute sieht Otto Baric rot. Auf eine verbale Attacke des Eintracht-Spielers Zachate reagiert er auf maximal nasse Weise. Den Lattenpendler von Leo Leiner erlebt Baric daher nur mehr von der Tribüne aus. Angesichts der UEFA-Strafe sollte Lama Baric die Spucke wegbleiben. Er wurde für 5 Europacup-Spiele von der Trainerbank verbannt. Die Ösis, in Deutschlands Medien nach den Vorkommnissen von Wien nur mehr Bösis genannt, setzen im Retourspiel auf die Taktik, Angriff ist die beste Verteidigung. Otto Baric spielt stille Post vom dritten Rand des Waldstadions. Und Autonare Gaudinho gelingt in der 21. Minute das 1:0 für Eintracht Frankfurt. Mit einem Mann weniger nach roter Karte für Peter Artner halten die Salzburger 84 Minuten das Resultat. Von Gaudinho ab. Otto Konrad. Einen muss er noch halten. Er hält ihn von Binz und jetzt der Nächste, der schießt, könnte Salzburg ins Halbfinale schießen, meine Damen und Herren. Und wer übernimmt jetzt die Verantwortung? Wer schießt jetzt? Wer wird jetzt hier zum Matchwinner für Salzburg? Otto Konrad selber, der 2 gehalten hat, könnte jetzt den entscheidenden Elfmeter selber verwandeln. Alles Glück dieser Welt ist ihm jetzt zu wünschen. Nimmt einen langen Anlauf, einen mächtigen Anlauf, kommt jetzt zum Ball, Otto, komm und Tor! 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 Salzburg
ist im Halbfinale, meine Damen und Herren. Salzburg gelingt es damit, als erster österreichischer Clubmannschaft ein deutsches Team aus einem internationalen Fußballbewerb zu werfen. Eine Chance jetzt, Riesenchance! Und Tor! Tor! Hermann Stadler, 11. Minute. Das ist ja fast wie ein Traum, meine Damen und Herren. Ein Kontertor der Salzburger, wie es im Buche steht. Tor. Reiner Krieg, der Jolly Joker erzwingt den Ausgleich in der 54. Minute. Nach einem 0:0 in Wien gelingt Casino Salzburg mit diesem Unentschieden dank der Auswärtstorregel der Einzug ins UEFA Cup Finale. Lange Gesichter bei den Deutschen, speziell bei Trainer Winnie Schäfer, der vor dem Spiel noch selbstsicher gemeint hat, in 20 Minuten ist alles vorbei. Freudentänze bei den Salzburgern. Ein Erfrischungsbad für den österreichischen Fußball. Denn nach Austria Wien und Rapid steht damit zum dritten Mal eine österreichische Mannschaft im Finale eines Europacup-Bewerbes. Das erste Finalspiel findet in Wien statt. Der Gegner heißt Inter Mailand. In der italienischen Meisterschaft, teilweise sogar vom Abstieg bedroht, spielen die Italiener im UEFA Cup groß auf. Die Salzburger kommen früh zu Chancen, doch Baric muss verletzungsbedingt auf Garga und wegen zweier gelber Karten auf Jurcevic, Hütter und Feiersinger verzichten. Derart geschwächt bedeutet das erste Heimgegentor die erste Heimniederlage für Austria Salzburg. Berti, auf was im Strafraum, Berti! Und der Ball ist im Tor. Nicola Berti, 1:0, das erste Tor, das die Salzburger in einem Heimspiel hinnehmen mussten. Und das eigentlich, ohne dass es eine wirkliche Torchance war. Ja, nur jetzt nicht anstecken lassen von einer Nervosität. Sosa! Dankeschön, jetzt haben wir Glück gehabt. Knallharter Schuss von Ruben Sosa und der Ball springt von der Querlatte zurück. Und das ist das Ende der ersten Hälfte. Vor dem Rückspiel stellt die Sportarena die Frage, wird Salzburg UEFA Cup-Sieger? Trotz Heimniederlage trauen das unglaubliche 66,9% den Salzburgern zu. Österreich hat sein fußballerisches Minderwertigkeitsgefühl abgelegt. Die große Show im Mailänder Merzer Stadion. Vor 80.000 begeisterten Fußballfans, 6.000 davon aus Österreich, hält zunächst 45 Minuten der Abwehrriegel der Salzburger. Im heimatlichen Lehener Stadion verfolgen unfassbare 13.000 Zuschauer das Spiel auf einer Videowand. In der zweiten Hälfte sorgt dann der Brasilianer Marquinho für Aufregung. Marquinho! Recht wartet Winkelhofer. Marquinho! Und... Nein, nein, der Ball geht nicht hinein! Wie eine Billardkugel von Torstange zu Torstange, das gibt's ja gar nicht! Pfeifenberger gesperrt, Jurcevic nicht topfit. Trotzdem spricht Clubchef Rudolf Quehenberger vom besten Spiel, das er je von seiner Mannschaft gesehen hat. Doch das reicht nicht. Sosa. Jonk, noch immer Jonk. Und jetzt schafft es Jonk aus unmöglichen Winkel. Und trifft ins Tor. Inter Mailand gewinnt das Finale, dank Gott und Senga, so die Gazzetta dello Sport. Die Kronenzeitung schreibt, aus ist der Traum, aber schön war's. Wir sind stolz auf euch. Ein
Ein Traum auch dieser Treffer in der heimischen Meisterschaft. Torhüter Otto Konrad gelingt in der letzten Minute des Spiels gegen den FC Linz ein Kopfballtor, holt den Salzburgern damit einen Punkt und sich selbst, klubbewusst in den Vereinsfarben, ein Pfeilchen. Damit könnte der Tormann nach seinem Elfmetertor gegen Frankfurt ein zweites Mal Torschütze des Jahres werden. Zu Boden gegangen ist Otto Konrad nicht nur in Linz, sondern bereits zuvor in Mailand. In der Champions League gegen den Millionenclub AC Milan. In der 41. Minute, kurz nach dem 1:0, trifft den Salzburger Keeper eine Flasche aus dem Milan-Fansektor am Kopf. Für Schiedsrichter Sündel ist die Sache eindeutig, auch wenn es die Mailänder anders gesehen haben wollen und die Salzburger der Manipulation bezichtigen. Otto Konrad ist angeschlagen, entschließt sich jedoch auch nach der Pause weiterzuspielen. Nach dem 2:0 geht er endgültig zu Boden und wird ins örtliche Spital eingeliefert. Die Diagnose: eine schwere Gehirnerschütterung. Die Salzburger verlieren schließlich 0:3. Die UEFA bestätigt in der Folge das Ergebnis, zieht den Mailändern aber die 2 gewonnenen Punkte ab und behält die Siegesprämie von 7 Millionen Schilling für sich. Das erste wirkliche Erfolgserlebnis in der Champions League hat Casino Salzburg erst im 4. Spiel. In Amsterdam gelingt der Austria gegen den später überlegenen Gruppensieger Ajax ein sensationelles 1:1 Unentschieden. Jucevic gegen Rijkaard. Schwenberger tanzt heuer auf mehreren Kirchtagen. Und das erfolgreich. So wird die Mannschaft des Jahres erstmals österreichischer Fußballmeister. Der 39-jährige Kapitän Herbert Weber krönt damit sein 21. und letztes Bundesliga-Jahr und tritt ab. Salzburg ist heuer überall Spitze. In der Tabelle, in der Torschützenliste und mit eigenem Song in der Ö3-Hitparade. Otto Maximale wird ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. Doch leider nicht für seine eigene Plattenveröffentlichung. Ja, aber ich habe erlaubt, dass Spieler singen. Und Spieler haben einen ganz großen Fehler, weil der Präsident und ich haben wenig gesungen. Und ich glaube, wir haben beste Stimme in dieser Mannschaft. Die Champions der Liga, wir werden immer zueinander stehen. Unsere Träume haben wir auch erlebt. Salzburg für Österreich, Österreich für Salzburg. Eine Devise, die in puncto Begeisterung für italienische Verhältnisse im österreichischen Clubfußball sorgt. Schade, dass der Salzburger Austria der Einzug ins Viertelfinale der Champions League nicht gelungen ist. Aber sonst hat die Baric-Truppe in diesem Jahr fast alles geschafft. Ja, sie sind sogar in die Schlager-Hitparade hineingekommen. Schlager-Hitparade. Ja, die österreichischen Sportler haben große Tradition als Sänger. Zum Beispiel Toni Seiler. 34, der hat nur in Mono gesungen. 34, aber die drei Hansis, Hans Orsulic. Das haben wir sich gefördert, Herrn. Ja. Hans Kranke. Ja, klar, Rustiger Prigel. Hans Hinterseher. Ja, eingebaut. Lieber ein schlechter Skifahrer als ein noch schlechterer Sänger. Wo sind Sie mit Ihnen ein bisschen mehr Bude? Hör mal damit auf. Reden wir über die guten Leistungen der Österreicher im Europacup. Ja, da haben sie sich relativ gut geschlagen. Jetzt ein Reizwort, ja, das andere machen sie Leute depressiv. Gut geschlagen, ja, geschlagen steht die Betonung. Schauen Sie einmal an, auch für Chelsea, das Retourspiel, ein Mörderpartie. Halt, da fliegt man gleich alles aus der Hand. Na, das bringt mich immer aufregt, Hey, und jetzt ganz gefährlich. Spencer. Pfeffer auf der Überholspur, noch immer Spencer. Jetzt ist es passiert. So, das schauen wir uns jetzt genau einmal an. Da geht man jetzt nicht ins Dienst.
Toaster Chuck, bitte, Milch kommt durch die Wand, ab und rein, rein! Der Grippen, nicht da, Pfeffer, der dem überall noch nicht in die Fies. Und der Wohlfahrt, Schütze, ja, der kann Wohlfahrten fahren, doch mach ich erzähl noch den Kuh. Fahr den Hut auf und sie sagen, wir wollen erfolgreich, da geht man, na, ehrlich, kannst man nicht besser. Der Witz. Ein Fehler würdig einer Schülermannschaft beendet früh die Aufstiegsträume im Europacup der Cupsieger gegen Chelsea, trotz der hervorragenden Ausgangsbasis nach dem 0:0 in London. Schwacher Trost, die Wiener scheiden ohne Niederlage aus. Die Austrianer bemühen sich, sie rackern, sie kämpfen. Jetzt nach Bekovac und jetzt ist es soweit. 1:1. Zum Leidwesen von Egon Cordes fehlen letztendlich nur Zentimeter zum Aufstieg. Jetzt wäre er mit Sicherheit der große Held dieses Abends gewesen, Arminas Narbekovac. Jubelstimmung hingegen herrschte auf dem Innsbrucker Tivoli nach dem Hinspiel in der zweiten UEFA-Cup-Runde gegen den spanischen Spitzenklub La Coruña. Das Dream Team entzaubert den Favoriten mit einer großartigen Leistung, sehr zur Freude seines Trainers Hans Krankl. Suleiman Sané bringt die Tiroler mit 1:0 in Führung. Und in der zweiten Hälfte erhöht Peter Stöger auf 2:0. Doch selbst der 100. Treffer in der Europacup-Geschichte des FC Tirol reicht nicht zum erhofften Aufstieg in die dritte Runde. In Spanien unterliegen die Tiroler sang- und klanglos mit 0:4. Niedergeschlagenheit herrscht in der Kabine des AS Cannes nach dem Rückspiel gegen Admira Wacker in der zweiten Runde des UEFA Cups. Die Sensation aus österreichischer Sicht. Nach dem 1:1 im Heimspiel gelten die Südstädter als krasse Außenseiter an der Côte d'Azur. Wird beschwert, Superpass, Meyer lädt und das ist das 0:1. Ein hervorragender Auftakt für die Niederösterreicher. Just und da, 0:2. Wer hätte das gedacht? Guter Schuss und Tor! Gibt es das 0:3 in Cannes? Und das nach 24 Minuten! Und Tor! Ausgabig! Konter für Parita Pirata! Und 1:4! Endstand 4:2 für Admira Wacker. In der dritten Runde ist die alte Dame aus Turin mit ihrem Superstar Roberto Baggio zu flink für die grauen Mäuse aus der Südstadt. Ein Thema, das die sportlichen Aspekte diesmal sehr oft aus den Schlagzeilen verdrängte, war das Geld. Der Ausgleich bei Rapid, die Sportclub-Pleite, die großen Finanzprobleme bei Innsbruck. Der Fußball, so stand oft in den Schlagzeilen zu lesen, stand vor dem Bankrott. Ja, kein Wunder, ist kein Wunder bitte, wenn ich in Business die Gagen ausfinde, könnte man zusperren, es ist eh. Schon normalerweise ist ja das kein Problem, dass ich dann so einen Verein saniere. Ziehe ich mir ein bisschen frisch an, wenn ich so krank bin, gehen wir zur Bank, sagen wir 50 Mille, war ganz leicht. 50 Mille, mache ich da, nicht? Ab, 25, kriegt der Verein, gehen wir, 25, lege ich an, ich weiß nicht, wie es anliegt, aber ich lege es an. Nicht? Mache ich alle Pyramide, nicht? Da geht's ab, oben, rucki zucki, 21 und dann die Wurzel aus nichts ist fix. So schaut es nämlich aus. 50% eine deutsche Bank gehen in einen Anlageplan, bekannt hohe Renditeausschüttungen, das Kapital zurückzuzahlen. Das fast geniale Finanzkonzept des Bankers Klaus Mayer macht's möglich. Innsbruck bekommt ein Dreamteam und Tirol einen neuen Nationalhelden. Ich möchte den Andreas Hofer vergessen machen und ein Ur-Tiroler werden. Während sich Klaus Mayer in Richtung Gefängnis verabschiedet, wird die Urwiener Leihgabe ans Heilige Land Tirol zum neuen Publikumsliebling am Innsbrucker Tivoli.
Im Rekordtempo bergab geht's mit Rekordmeister Rapid. Sportlichen Niederlagen folgt der finanzielle Ausgleich nach mehr als 30 Millionen Schilling Schulden der Rapid AG. Alle wissen, was die Situation erfordert. Gesagt, getan. Unter neuer Führung gelingt ein Neubeginn. Der auch die Fans wieder überzeugt. Geheimnisvoll die Vorgänge beim Erzrivalen. Die Wiener Austria behält auch nach Verlust des Meistertitels liebgewordene Traditionen in Violett bei. Trotz Cupsieg wird der Trainer bei vollen Bezügen abgeschossen. Der Nachfolger beweist deutsche Gründlichkeit. Ihm ist ein Gegner zu wenig. Er legt sich mit Medien, Fans und Spielern an. Zeigt aber Steherqualitäten und setzt sich durch. Die Wiener Austria wird Herbstmeister. Damit ist das Thema Clubfußball abgeschlossen. Großer Dank, wer eins können lassen, der einzige Fußgeber, du. Da, na, du schau, das ist er hier. Me, so wie mich so ab, ist du schon hier den Trick. Der einzige Fußballer, ja, mit dem ich mich fotografieren muss, ist der Konrad. Da schon, da bin ich, sind? Na, da, sind Sie? Der Einzige. Ohne anderen, Sie werden sich nicht gehen freuen, denn das nächste das Thema ist auch relativ traurig. Das ist auch schon traurig. Österreichische Fußballnationalmannschaft. Okay. Da brauche ich einen Flug. Na. Da hat es in der letzten Saison eine ziemlich schwarze Serie von Herbert Prohaska gegeben. 8 Spiele, 2 Siege nur. Ja, gegen Liechtenstein, die. Da war Boss wohl. Ein Unentschieden und 5 Niederlagen. Das ist sehr Wahnsinn. Ich glaube, Sie waren auch Augenzeuge dieser Spiele. Was ist Augenzeuge? Ich mache eine Fahnenverbrennung hier. Normalerweise müssten die Fußballer in Österreich den Erlebnis, die Karten nachhauen, an 100 Euro im Unterschmerzensgeld zahlen, dass überhaupt da eine geht. Und der Prohaska, immer das weinerliche, ja, wir haben mich so gespielt und was weiß ich. Der kann nicht zurücktreten, wissen Sie warum, weil hinter ihm steht der Mauer und wenn der zurücktritt, steckt ein paar Hut auf die Zeichen. Keiner so. Und das Portugal-Match, haben Sie das gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen, die haben's auch gesehen. Eklar. Wenn ich Teamchef bin und die spielen so gegen die von Portugal Fuß heim nach Österreich, wie die Bewegung, so die Verpflegung, da waren sie heute noch nicht daheim, die Frater. Ehrlich, da feiern sie Weihnachten bei den Pyrenäen um. Eben. Letztendlich muss man sich jetzt einmal auch beim Publikum entschuldigen. Nach wie vor, muss ich sagen, fällt es mir schwer, eine Erklärung zu finden. Ich habe gestern, glaube ich, gar nichts geschlafen und eigentlich immer nur analysiert und immer nur nachgedacht. Für mich ist es eigentlich unverständlich. Das sind Konzentrationsfehler, wo man eigentlich gelingt es dem Nationalteam nur ein einziges Mal, ein Feuerwerk abzubrennen. Nach den enttäuschenden Heimspielen 1:1 gegen Ungarn und 1:2 gegen Schottland gelingt Österreich in Polen der erste Auswärtserfolg seit über 4 Jahren. Das Spiel wird zur Gala-Vorstellung von Peter Stöger. Er erzielt beim 4:3-Erfolg 3 Tore. Riesenmöglichkeit! Ehrlich gemacht, Peter Stöger, sein bisher bestes Länderspiel. Und Peter Stöger wieder allein auf den Torhüter. Geht vorbei, bringt den Ball rein. Jawohl, hat drittes Tor von Peter Stöger. Da gibt's den Schobert. Leider nicht bei Andreas Herzog. Er war beim Teamtreffpunkt erst mit 12-stündiger Verspätung angetroffen. Grund laut Tierfreund Herzilein: die schlechten Straßen in Tschechien bei der Anreise nach dem deutschen Cupfinale und sein nicht funktionierendes Handy. Herbert Prohaska suspendiert ihn nicht nur für das Länderspiel gegen Polen, sondern auch gegen Deutschland. Alles geht so schnell für die Österreicher im Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Im Ernst-Happel-Stadion setzte es eine blamable 1:5 Niederlage, der höchste Sieg der Deutschen in diesem Jahr. Zusammenspiel, Müller, Hackentrick und 1:0. Ja, also so leicht darf man die Deutschen ein Tor nicht schießen. Klinsmann, noch immer Klinsmann, frei und Tor, 3:0. Nehme, Kopfballtor, 4:0.
alles Gute, Toni, lass dich nicht beirren. Und Tor, jawohl. Basler, Tor, 5:1. Der neuerliche Versuch, dem Dirigentenpaar Stöger-Herzog beim Panikorchester-Nationalteam den Taktstock an die Füße zu heften, schlägt bei der Heimpleite gegen Russland in Klagenfurt wieder fehl. Für Andreas Herzog scheint seine Teamkarriere nach seiner aufreizend lässigen Darbietung vorläufig beendet. Ein von der 0:3-Niederlage schwer gezeichneter Herbert Porraska schließt innerlich mit dem Teamchef-Job ab und bietet ÖFB-Präsident Mauhart seinen Rücktritt an. Doch dieser lehnt ab. Weil ich der Überzeugung bin, dass uns dies in keiner Weise weiterbringt, keinen Millimeter weiterbringt, dass die Probleme ja ganz woanders liegen, die liegen ja in der Mannschaft und nicht beim Trainer. Durch so viel Vertrauen des Präsidenten gestärkt, siegt das Team zum EM-Qualifikationsauftakt gegen Fußballzwerg Liechtenstein sicher mit 4:0. Auf dem Dorfplatz von Eschen avanciert der neue Teamkapitän Toni Polster zum Matchwinner. Seiner Verantwortung voll bewusst erzielt er 3 Treffer. Das 4. Tor steuert Franz Aigner bei, sein erstes Teamtor. Eine Blamage à la Ferreur bleibt dem Team Polster sei Dank erspart. Nur der Mann im Mond schaut. Nicht nur der Mann im Mond, sondern auch die österreichische Abwehr. Erster guter Schuss und Tor, um Gottes Willen, was für ein Auftakt für unsere Mannschaft. Der frühe Führungstreffer der Nordiren beendet die Hoffnung auf eine erfolgreiche Europameisterschaftsqualifikation, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Polster gelingt mit einem Elfmeter zwar der Ausgleich, doch noch in der ersten Hälfte fixiert Gray den 1:2 Endstand, die 4. Heimniederlage des Teams en suite. Die Hoffnung, mit einem Punktegewinn in Lissabon gegen Portugal die Heimniederlage gegen Nordirland teilweise auszubügeln, erfüllt sich nicht. In 90 Minuten ohne einen einzigen Schuss aufs Tor unterliegen die Österreicher nach diesem Abwehrfehler durch das Tor von Figu mit 0:1. Sollte das Team auch 1995 keine besseren Leistungen zeigen, wird das ÖFB-Maskottchen wohl oder übel zum Pleitegeier. Können Sie mir das halten oder sind Sie nur da, dass die Leute zum Feiertag gehen? Wie halten Sie den Herrn? Loslassen, das machen wir auch. Das ist ein Phänomen, das gleiche Phänomen wie die Ausländer in Ausland, also die österreichischen Ausländer. Ich bin da nicht auf die Auslandsprofis, auf Toni Polster, auf Herzog, auf Bakuldan. Da schon wieder, das ist ein Wahnsinn in dem Herrn. Schauen die Deutschen haben einen Dreck, keine Ahnung vom Schmäh. Ja, da kommt der Fendrich auch an und der Polster auch eine Wuchtel im Jahr. Gott sei Dank schießt er mehr Gold, als eine Wuchtel drauf. Wien, Wien, nur Gold allein, soll steht die Stadt meiner Träume sein. Ja, es geht ums Geld und es ist halt diesmal umgekehrt. Der FC will mir mehr zahlen, als ich nehmen will. Also das ist die Schwierigkeit. Sie wollen mir das Geld praktisch aufdrängen und das möchte ich nicht. Wie darf man das verstehen? Das war jetzt ein Scherz, ja? Ein Blitzknäster, sagt man das. Österreichs erfolgreichster Fußballexport Toni Doppelpack bewahrt den 1. FC Köln mit 17 Toren vor dem Abstieg. Mit seinem neuen Vertrag über 1,2 Millionen D-Mark ist Toni Polster Österreichs bestverdienender Fußballer aller Zeiten. Das absolute fußballerische Top-Ereignis des Jahres fand allerdings in Amerika statt. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Sie wissen, leider ohne Österreich. Na, was heißt leider, Herrn? Gott sei Dank, weil wenn wir da drüben gespielt hätten, standen wir heute alle auf der Watchliste. Da kommen ja Leute, die sind ja zu Milliarden, bitte, haben dazu geschafft. Milliarden. Auch Sie waren dabei, Herr Wurbel. Ich war ich dabei. Heimlicher Teamchef. Ja, aber wir haben seine Preise. Den Flug habe ich da gewonnen bei dem Gewinnspiel mit den 4 Kappeln, habe ich da oben müssen, nicht? Und
Der Flug, eine Endlospartie, Laufen, eine Endlospartie, die Match am Anfang. Ja, gut, aber die Verpflegung in die Stadien, übrigens drücken sie das Gatschlauber rein und die Pommes die geschissen haben. In der Spiel vom Marathon, ne, muss ich noch ganz ehrlich sagen, gut, der nimmt eine Tabletten, dass er schneller wird, unsere nehmen eine Tabletten, dass er sich nicht aufregen müssen, wenn sie deine treffen. Ne? Und ganz arg war das Finale. Der Roberto Poggio, der Öfer, wenn das ein Österreicher passiert, der braucht nicht mehr zur Greiflerin gehen.